Leute, was geht ab, Leute? Lang nicht mehr gesehen. Wir sehen uns nicht mehr regelmäßig. Deswegen ist es ein bisschen merkwürdig zwischen uns. Wie so eine Ex-Beziehung. Ich weiß gar nicht, wie wir miteinander jetzt umgehen sollen, wie wir miteinander reden sollen. Viele von euch sind enttäuscht. Ich habe euch enttäuscht. Viele sind traurig. Was soll ich sagen? Es geht halt weiter. Die Zeiten sind vorbei, die Zeiten ändern sich. Momentan ist halt alles sehr chaotisch, sehr ungeplant, sehr, alles hängt in der Luft. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was ich machen soll und werde. Manche sind da aus Loyalität. Manche sind da, um uns untergehen zu sehen. Manche haben noch Hoffnung. Manche haben Vorschläge, Ideen. Es ist alles sehr, sehr, sehr ungewiss momentan. Ich weiß es selber nicht, Leute, weil ich es nicht weiß, wie soll ich das erklären. Viele Leute beschweren sich bestimmt jetzt wieder, boah, Hong, geht nicht um den heißen Brei. Problem ist, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich sagen will, weil ich habe nichts vorbereitet, ich habe nichts gescriptet. Ich habe ungefähr einen Punkt, den ich rüberbringen will, aber ich habe mir keine Gedanken gemacht. Das ist so wie Referat in der Schule. Es gab immer die Leute, die haben komplett frei geredet und ich habe die immer echt krass bewundert, boah, Respekt und sowas. Und dann gab es immer die Leute, die haben eins zu eins auf dem Blogblatt geschrieben, was sie sagen werden. Also wirklich alles, auch mit der, die, das und so. Wirklich eins zu eins, sogar wirklich der, die, das, wirklich alles. Nicht nur Stichpunkte, man konnte ja immer Stichpunkte auf einen Zettel schreiben und dann für das Referat vorbereiten. Aber es gab Leute, die haben wirklich eins zu eins auf das Blatt geschrieben und dann einfach vorgelesen. Deswegen, ich war nie so einer und ich habe keine Ahnung, was ich genau sagen will. Nur das... dass es jetzt halt ein bisschen anders ist, ich selber nicht genau weiß, was kommen wird. Und klar, das verärgert viele, viele sind enttäuscht, viele sind traurig, weil es eben nicht mehr das Übliche, nicht mehr Pogo kommt, nicht mehr die täglichen Videos, nicht mehr diese Konstante, die, auf die sie vertrauen und bauen können. Tut mir leid, Leute, es tut mir echt leid, aber... Viele schreiben auch mir, boah, oder in den Kommentaren in den letzten Videos, boah, wie kannst du das aufhören für den anderen Kanal oder für die Jungs oder so, die sind voll unzufällig und sowas. Ist ja nicht, dass ich Pogo und den Channel aufgehört habe, um was anderes zu machen. Es resultierte daraus, dass ich halt aufgehört habe und mehr Zeit habe für andere Sachen, für andere Projekte. Ich habe Pogo aufgehört, weil ja, weil es mir nicht mehr taugt. Es gibt nichts mehr, was mich interessiert. Was nicht ganz stimmt. Also gestern wurde was angekündigt, wo ich dachte, boah, das könnte mich leicht interessieren. Und zwar ist es Shadow Crypto Mewtwo. Ihr wisst Mewtwo nicht. Das ist so das erste seit einem Jahr oder so, seit einem halben Jahr, was mich so einigermaßen interessiert. Aber auch nicht wirklich. Also GoFest Ticket zum Beispiel habe ich mir jetzt auch nicht gekauft. Das Spiel reizt mich einfach nicht mehr. Irgendwann ist halt Schluss. Irgendwann hat man halt genug gespielt. Ist ja eigentlich normal, man spielt ein Spiel, man spielt es irgendwann zu Ende und dann macht man irgendwas anderes mit seinem Leben. Pogo ist halt ein bisschen anders, Pogo Lifestyle-mäßig und sowas, dies, das, aber meine Zeit ist vorbei. Das hat mir auch letztens, vorgestern, gestern Sabrina geschrieben, Sabrina spielt geschrieben, wollte ich sagen. Und gefragt, ob wir uns wieder enden wollen, weil wir sind eigentlich Glücksfreunde und ich hatte ja immer die Strategie, Glücksfreunde löschen. Die halt von außerhalb kommen und dann alle 4 Monate wieder adden, damit ich ja Platz in meiner Freundesliste habe, aber ich habe ihr geschrieben, ja, weiß nicht, ob das so Sinn macht, ich spiele nicht mehr und wir werden uns wahrscheinlich nie wieder im Leben sehen, was halt schon traurig ist, aber ist halt so. Und sie dann so, oh, okay, ich dachte, du spielst wegen YouTube-Stress und so nicht mehr, aber privat noch dies, das. Nicht wirklich, ne, also YouTube hat nie Stress gemacht, YouTube war immer zum Spaß, das wisst ihr auch. Ich spiele einfach nur nicht mehr, weil das Spiel keinen Spaß macht. Nicht wegen YouTube-Stress oder so. Dann habe ich halt geschrieben, nee, ich spiele halt einfach nicht mehr. Das Spiel taugt mir nicht mehr. Und sie so, ja, viel Erfolg, schade und hoffentlich findest du ein neues Spiel. Ich so, nee. Also ich habe ihr noch nicht geschrieben, aber ich denke mir so, nee, ich habe nicht wirklich vor, ein neues Spiel zu finden. Man braucht nicht unbedingt ein Spiel im Leben. Dadurch, dass ich kein Spiel im Leben habe, habe ich jetzt viel mehr Zeit für andere gewisse Projekte, Sachen im Leben. Und diese Projekte sind dann eben zum Beispiel das mit den Jungs, der neue Channel, der ganz okay läuft. Also man sieht schon ungefähr die Richtung von der Vision, die ich hatte, von dem Potenzial, das ich gesehen habe.
Und das sind jetzt nicht nur Reactions, sondern einfach diese Talkrunde, diese Wohnzimmerrunde mit den Jungs und dann, wo man über die verschiedenen Themen redet. Ihr kennt es auch, ihr chillt auch mit euren Freunden irgendwo und dann labert ihr über die verrücktesten und verschiedensten Themen und dann denkt man sich manchmal, boah, das hätte man aufnehmen können. Das war echt eine verrückte, geile Talkrunde. Und das machen wir halt. Und ich muss sagen, die Jungs sind momentan sogar motivierter als ich für diesen Kanal, weil YouTube und ich sind so eine Sache. Ich bin irgendwie nie mit vollem Herzen dabei, weil ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das voll durchziehen will. Ich habe andere Prioritäten. Ich will eigentlich immer noch einen richtigen, gescheiten Job und da zum Beispiel jetzt an meinem Projekt arbeiten und das irgendwie erfolgreich durchstarten. YouTube, wenn es läuft, läuft es, wenn nicht, dann nicht. Das war immer so meine Motivation, meine Intention dahinter. Deswegen, auch wenn Sabrina gesagt hat, boah, stresst YouTube und so, nee, niemals, man. YouTube war immer zum Spaß. Und deswegen, ja, keine Ahnung, was ich hier jetzt bringen werde. Es soll ja auch Spaß machen. Ich muss nicht auf Krampf jetzt irgendwas finden, auch wenn viele von euch mir irgendwas vorschlagen. Top 3 Vorschläge sind Reactions. Reaction Channel soll ich machen. Was eigentlich auch zu mir passt, weil ich gebe ja sehr oft meine Meinung zu verschiedenen Sachen. Auch das mit den Jungs ist ja auch so eine Art Reaction plus Meinung. Also eigentlich könnte ich genau dasselbe nur alleine machen. Würde wahrscheinlich auch ganz okay ankommen. Kann man sich überlegen. Nummer 2 Vorschlag, Anime-Channel. Ihr wisst, ich liebe Animes und Mangas und das wird mir sehr oft vorgestellt. Boah, dazu kommen wir gleich noch. Hoffentlich vergesse ich den Punkt nicht. Und Nummer 3, ich soll einfach ein neues Spiel anfangen. Ballstars oder sowas. Aber nee. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, dass ich irgendwie ein neues Spiel anfange. Also das einzige Spiel, was ich eh zocke, ist Hearthstone und das schon seit vor Pogo. Bezüglich Anime und Manga. Ich habe letztens im Video erzählt, dass Solo Leveling ich die erste Folge gesehen habe. Ich habe das verwechselt mit God of High School. Das sind beides adaptiert von koreanischen Webtoons und so und ich habe das voll verwechselt. Und deswegen kann ich auch kein guter Anime-YouTuber werden, weil die müssen haargenau detailliert und sowas sein. Alter, die sind Freaks, die sind besessen von dem Anime oder dem Manga, den sie zu dem sie ein Video machen. Und mir gefällt das nicht, ich bin nicht so detailorientiert. Und ich will mich auch nicht wieder auf eine Sache festsetzen. Weil die meisten, zum Beispiel ein Kollege, der macht Anime und Manga Reviews, der hatte zum Beispiel sehr Erfolg mit Tokyo Ghoul, aber Tokyo Ghoul ist dann zu Ende gegangen. Und dann ging es halt erstmal wieder bergab. Jetzt kümmert er sich um My Hero Academia und One Punch Man. Also wieder ein neues Thema gefunden, aber was ist, wenn die auch ausgehen? Wisst ihr, was ich meine? Und ich mag das nicht, sich so auf einen Punkt, auf eine Sache zu fixieren und dann davon abhängig zu sein. Also wie zum Beispiel Pogo nur ein Spiel und sowas. Das hat mich eh immer gestört. Und jetzt sehen wir ja, was ich davon habe. Pogo ist zu Ende, kein Bock mehr auf Pogo und Channel ist auch sozusagen zu Ende. Worauf wollte ich hinaus? Ah ja, deswegen kann ich nie Anime und Manga Channel starten. Ist nicht mein Ding. Es muss halt natürlich auch natürlich kommen. Es darf nicht sein, was auf Krampf gesucht wird und ich brauche auch nichts auf Krampf. Wie gesagt, YouTube mache ich zum Spaß. Wenn was kommt, dann kommt's. Wenn nicht, dann ich bin nicht auf YouTube angewiesen. Ist ein netter Bonus, aber trotzdem ist es natürlich schade, weil ich habe schon eine krasse Community aufgebaut. 31k ist nicht ohne. Die jetzt einfach so vergammeln zu lassen, ist natürlich auch sehr, sehr schade. Deswegen, ich hoffe, da kommt noch was. Es ist halt echt schwer, ein Thema zu finden, dieser natürliche Übergang zum nächsten Thema, ohne dass es krampfhaft erzwingt rüberkommt. Und einfach nur aus dem Grundgedanken, YouTube weiterzumachen, dann irgendwas zu machen, sondern echt, weil man es will, weil irgendwas einem gefällt, weil man Bock drauf hat. Sieht übrigens cool aus, oder? Ich bin wieder auf der Jagd, auf der Suche nach besonderen Orten, Locations, interessanten Dingen in München für mein Projekt. Ja, mal schauen, Leute. Schreibt gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu dem ganzen Thema. Keine Ahnung, Mann. Schwierig, schwierig, schwierig. Was ich noch sagen wollte, ja, lasst eure Wut raus, eure Trauer, eure Enttäuschung. Kann man jetzt nichts machen. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Schwimmen einfach auf der Haterwelle mit. Ist auch normal. Aber es wird am Ende des Tages nichts dran ändern. Ich werde mein Ding durchziehen. Was es auch sein wird, am Ende des Tages ist es mein Leben, das, was ich machen will. Was auch immer das sein wird. Und ihr habt da relativ wenig mit zu entscheiden. Das war's von mir, Leute.